Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Video von Let's Play Need for Speed Shift 2 Suzuka Redline. Was ist denn da die Redline? Du quietschtes kleines Kind, was draußen seit Tagen rumspielt. Nachbarhof. Ich habe ja nichts gegen Kinder. Ich habe nur was gegen lautes Spielzeug. Versuch sofort einen Platz zu halten. Lass keinen vorbei. Ich sag dir den Start an. Irgendwelche Bollerwagen mit Kunststofffedern, die so laut sind, die hörst du noch drei Blöcke weiter. Kann man da nicht Gummiräder nehmen? Die werden schön leise. Kind hat genauso viel Spaß. Und sogar ein bisschen mehr Grip. Wäre auch ein schöner Titel für ein Need for Speed Spiel. Grip. Wird jetzt wohl Heat heißen, was jetzt rauskommt. Also wir haben es jetzt Ende August 2019, wenn ich das hier aufnehme. Ah, überholt. Thank you.
Ah ja, die längere Suzuka-Strecke. 4 Runden. Das ist die ganz lange, ich überlege gerade. Niemals! Rums! Fast die ganz lange. Und danach wahrscheinlich noch ein Rennen mit der ganz langen. Und dann wahrscheinlich so 3 Runden. Vermute ich jetzt einfach mal. Schauen wir mal, ob ich richtig bin.
Oh, sauber. BMW Tuningbude hier. Also Tuningbude, Racingbude. Na sag ja, drei Runden, jetzt kannst du suchen. Gleich kommt das grüne Licht, mach dich bereit und dann geht's los. Gleich kommt das grüne Licht. Wie ist es nicht bei Nacht?
Ups. Jo. Ah ne, das war's. Schön. Starlight Special. Off the World Tour. Starlight, also alles nachts. Achso, die Rennstrecke. Na, ein Glück. Der Runden 3. Gleich kommt das grüne Licht. Mach dich bereit. Und dann geht's los. Wieso starte ich jetzt schon wieder auf Platz 7? Cool, warte auf die erste Kurve! Der zieht nach innen und nachdem ich ihn gestupst habe, zieht er wieder nach außen. Der ist nur nach innen gegangen, damit er mich ausbremsen kann. Der wollte gar nicht überholen. Dann kegel ich ihn halt raus. Und dich auch. Und dich auch.
sind weniger Runden als Verwarnung, die ich kriegen kann, bevor ich disqualifiziert werde. Deswegen kürze ich das jetzt halt einfach jedes Mal ab. Das passt schon. If you can't win, cheat! Wo ist eigentlich der Hexbrüder verlustig gegangen? Nö, Grand Sedge machen wir nicht jetzt. Nö. Das machen wir im nächsten Video. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen. Bis gleich. Tschüss.